Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trust the Dog Podcast ohne Intro. Dafür aber mit Claudi und Bini. Wir sind wieder zu zweit. Am Start. Ja, zweimal hintereinander. Völlig crazy. Oh Gott, oh Gott. Für alle, die neu sind, ich bin Claudi, die Hundetrainerin. Und ich bin Bini, die Hundehalterin. Juhu. Ohne Nachdenken ist mir das heute so aus dem Hirn gekommen, dass ich die Halterin bin. Völlig verrückt. Wir wollen heute über ein cooles Thema reden, und zwar über Ruheübungen versus Deckentraining. Okay. Versus? Nee, das ist ja immer so Gegenüberstellung, oder? Ja, das stimmt. Nee, das ist dann falsch. Dann ist es falsch. Ja. Ruheübungen auf dem, mit der Decke? Inklusive Deckentraining? Inklusive finde ich gut. Ja, ja, nehmen wir das so. Okay, so machen wir das. Das wird heute das Thema. Darauf können wir uns einigen. Aber du bist erstmal dran mit deinem Highlight. Ja, du hattest ja letztes Mal so ein Semi-Highlight. Deswegen ja. nehme ich Finale war es, glaube ich, ein Highlight. Also jedenfalls nicht der Tag, sondern der Tag davor. Davor, ja, okay. Und für Pitti war es auch ein Highlight, für mich aber nicht. Ich bin gespannt. Der Sack ist nämlich abgehauen. Oh, nee. Ja. Schon wieder? Schon wieder. So oft haut er nun auch nicht ab. Nein, aber ich muss mich mal überlegen, bin ich bei mir aus der Tür raus oder bin ich bei meinen Eltern? Keine Ahnung, aber irgendwie, wir wohnen ja nebeneinander, meine Eltern und ich. Und irgendwie sind wir rausgegangen. Ja, ich muss bei meinen Eltern rausgekommen sein, genau. Und ich wollte zu mir rübergehen. Und mit einem Mal fängt der das Pesen an, dieser Köter. Und dann habe ich auch noch gesehen, warum? Weil da ein anderer Hund an der Straße längs gelaufen ist. Oh nein, ja, dein Horror. Ja, mein Horror, genau, richtig. Obwohl Pitti ja eigentlich nicht derjenige ist, der dann immer losrennt. Nein, aber nein, natürlich nein. nicht. Mein nein. Hund ist das nicht immer, der anfängt. Nein, ist er nicht, ne? Nee, eigentlich nicht, nee. Finde ich nicht. Aber er reagiert dann halt drauf. So, aber in dem Moment ist er halt jetzt derjenige gewesen, der hergepäst ist. Vom Grundstück runter? Ja, also auch in einem Affenzahn. Ich habe ihn angeschrien, aber das hat er gedacht, hier, Stinkefinger. Nerv doch mich nicht, als wenn du hinter mir herkommen könntest. Ja, einmal das, genau. Und du kannst mich jetzt mal ganz gepflegt am A lecken. Oh nein. Oh, war ich sauer. Und dann bin ich hinterher und dann, naja, ich habe dann Gott sei Dank gesehen, dass es ein Hund war, den er kennt. Das war der Nachbarshund. Aber trotzdem fand ich das total scheiße. Der Nachbarshund wird immer von einer anderen Nachbarin auch noch Gassi geführt. Ach so. Und die wiederum hatte ihre Enkeltochter zu Besuch und die hat jetzt diesen Hund zum Gassi gehen abgeholt. Und die kennt den Hund ja nicht so gut und die kennt schon gar nicht Pitti. Hm. Und das tat mir dann so leid für die. Das ist auch noch ein kleines Mädchen nicht, aber ein junges Mädchen noch. Und die hat mit Sicherheit einen mega Schreck gekriegt. Was hat er denn gemacht? Er hat gar nichts gemacht. Also, er ist nur hin. Er ist hin und wollte halt gern mit Rosa heißt sie, mit Rosa spielen. Und, aber ist nicht unsere Rosa. Unsere Rosa. Aber die heißt auch Rosa. Und wollte halt gern spielen und Rosa möchte eigentlich nur so semi spielen. Also sie verstehen sich schon, die beiden, aber so so eine Nala. Ja, sie ist ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen schreckhafter, was so andere Hunde angeht. Und das fand ich mega scheiße, weil das ist ja das, worüber ich mich immer aufrege. Ja, deswegen habe ich gerade gesagt, dein Horror ja, eigentlich. Ja, ne? Genau, richtig. Oh. Dass ich das immer so kacke finde und jetzt haut mir mein Köter da ab. Drecksau. Ja, richtig. Und dann ist er wieder gekommen. Ja, und dann, naja, ich natürlich hinterher mit meinen Hausschuhen da hinterher geschlurft. Schnauf, schnauf. Ich dachte, wo ist jetzt dieser Köter? Naja, habe ich bei dem armen Mädel da entschuldigt und so. Und Pitti dann ist mit, auch dann mit mir mitgekommen und dann rein und wollte auch noch eine Belohnung haben, der Idiot. Und dann kam Opa Della. Och, Pitti. Ja, so och, Mensch, Pitti. Och, hier hast du deine Mutter, ja, Della. Genau, richtig. Kack mich mal. Du kriegst jetzt gar nichts, du Arsch. Nix kriegst du. 3 Wochen ja, lang nicht. Das hat mich... war das. Da habe ich, also, hab ich gedacht, ich baue einen Zaun, dass der hier nicht mehr runterkommt. Ja. Und? Denkst du es immer noch? Ach, weiß ich nicht. Nee. Mann. Ach, wie wir zu faul, den auf und zu machen. Der steht ja sowieso immer auf und nicht an der genau. Oh Mann, ey, das hat mich richtig genervt. Ja, das glaube ich. Ja, ja, das glaube ich. Naja. Ach Mann, ne? Mhm. Aber wenn er das jetzt wirklich nur jetzt einmal gemacht hatte, ja. Ich sage ja mal, einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel. Ja. Also wenn er das wirklich nochmal macht, dann musst du dir tatsächlich was überlegen. Dann würde ich... Weiß ich nicht, dann schieße ich mit feilen Bogen ab oder sowas. Muss ich erstmal zielen lernen. Ja, muss ich erstmal gucken können. Das wäre gut. Ja. Sonst wird es ein Blindflug. Ach, shit. Könnte gefährlich für andere dann werden. Ja, dann würdest du wahrscheinlich Pitti treffen, sondern das arme Mädchen. Ja, aber ja, da habe ich mich aufgeregt. Ja, das glaube ich. Ach, schade. Ja. Ach, schade, schade. Na, dann berichte mal, wie es weitergeht. Genau, ja. Ob er das jetzt so nochmal macht oder ob es jetzt eine einmalige Sache war. Ich hoffe.
Wenn das tatsächlich nochmal passiert, dann musst du entweder Leine nehmen, dass er da gar ja, nicht mehr alleine... Ja, habe ich dann auch schon gedacht, also dann... Schleppleine. Egal, also ich kann ja nicht sehen, ob da ein Hund an der Straße ist oder nicht. Nee, genau. Und dann muss er halt jedes Mal die Leine. Ja, man könnte natürlich auch das provozieren und dann... Ja, habe ich auch schon überlegt und dann üben, ne? Ja. Aber, Ja. Pitti ist da ja auch ein bisschen resistent, sage ich mal, beratungsresistent. Obwohl er hier bei mir auf dem Grundstück... Naja, doch, er geht raus. Also er ist zögerlich und wenn ich dabei bin, dann bleibt er auch hinter mir. Mhm. Aber sobald er nur irgendwie eine Chance sieht oder so, dann ergreift er sie. Der nimmt wirklich auch den Ärger in Kauf, weil er weiß, dass er Ärger kriegt. Der guckt mich auch an und sagt, ich weiß, dass ich das nicht darf, aber ich will egal, ich mach's trotzdem. Ich will trotzdem. Genau. Und das stimmt. Wenn ich wirklich auf Zack bin und, und die Tür aufmache und er auch merkt, dass ich da bin, auch vom Kopf her und so, dann ist er ja ganz lieb und bleibt hinter mir und macht das alles, aber... Ja, er würde doch die Chance nutzen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Deswegen, glaube ich, musst du wirklich gucken, ist es eine einmalige Sache? Ja. Wenn nicht, Leine oder ja tatsächlich Zaun. Ist ja nur noch das kleine Stück da, oder? Ja, es ist ja nur das Stück, wo wir mit dem Auto durchfahren. Ja. Sonst kann er ja nicht. Aber genau halt, da natürlich. Ja, genau da. Und dann, wie du schon sagst, man muss dann auch auf und zu machen, ne? Ja. Ja. Also brauche ich einen elektrischen Zaun natürlich. Ja, gleich. Oder Stromhalsband oder einen Elektroanzug oder so. Ja, oh Gott, ja. Gleich so ein... Oh, die ihm so die Beine lehnen, dass er so stehen bleibt. Zack. Genau. Oh Gott, oh Gott. Wir driften ab. Wir driften ab. Ach, diese Fantasien immer. Aber wenn man so könnte, wenn man wollte. Nein, wir sind eine liebevolle Hundeschule, Bini. Ja. Mit liebevoller Konsequenz. Ja. Heißt nicht Stromanzug. Definitiv nicht. Also doch Zaun, verdammt. Gut, ja. Nein, wir gucken erstmal, ob er es überhaupt mal macht. Ja, genau. Ja. Nächste Woche bin ich wieder dran, dann wollen wir mal wieder ein gutes Highlight. Okay, ja. Ne? Ist denn auch mein Vorsatz für die dieses Hörer und Jahr. Hörerinnen, die denken ja schon, Gott, was habt ihr denn für Hunde, ey? Und ihr wollt uns was beibringen? Wir machen ja nur Scheiße. Ja, aber so ist das Leben, ne? Ja, ist manchmal so, auch, ne? Ja, auch wenn die Hunde gut erzogen sind, sind trotzdem noch Hunde. Ja. Wir machen halt Hundesachen. Klar. Wir haben im Club deine Lieblingsstunde. Ja, die Q&A. Die Q&A. Richtig, jawohl. Ja, letzte Woche ist eine neue Clubberin zu uns gestoßen. Ja. Die lernst du ja morgen kennen, also vielleicht, wenn sie da ist. Aha. Und da werden wir dann ja mal hören, was ihr Lieblingsstündchen ist. Sie hat nämlich tatsächlich auf den Fragebogen hat sie draufgeschrieben, sie freut sich besonders auf die Fragestunde. Okay. Ich glaube, da liegt sie richtig. Da liegt sie richtig. Ne? Also sie fängt ja gut an. Also sie hat jetzt dann schon die Mitmachstunde gehabt, das Webinar gehabt und dann jetzt die Fragestunde. Und dann kann sie ihr ersten Urteil genau, abgeben. Richtig, genau. Und ich bin auch so froh, dass es endlich wieder losgeht. Ich liebe ja Weihnachten und alles und die Feiertage und so. Ne? Aber irgendwann bin ich dann auch froh, dass wieder alles in geordnete Bahnen geht und Routine wieder drin ist. Geregelt. Ja, Routine. Genau, richtig. Ja. Das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen so. Deswegen ja auch diese ganzen Fitness-Gurus, die dann aus dem Boden sprießen und so weiter. Ja, ja. Weil alle gerne wieder irgendwie Routine haben wollen und irgendwie, ich glaube, ganz viele laden sich jetzt auch irgendwelche Routine-Listen runter irgendwie sowas. Ne? Ja. Oder hier Kalender. Habe ich mir auch gerade bestellt. Siehste. Ich glaube nicht, dass ich ihn benutzen. Ja, genau. Benutzen werde, aber ach, das war so schön. Haben wir es bei Salz ja, brauchen. Absolut. Ne? Ja, wir wollen über ein richtig geiles Thema sprechen, und zwar Ruheübung bzw. Deckentraining. Hast du dir gewünscht? Du wolltest gerne Deckentraining und ich habe dich gefragt, okay, was wird denn dein Senf dazu sein? Und was hast du gesagt? Dann habe ich gesagt, dass ich das nicht kann. Dass du es nicht verstanden hast, glaube ich. Und nicht verstanden habe, genau. Ja, was hast du nicht verstanden? Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ach so. Das ist ja schon so lange her. Also, Pitti kann auf seine Decke gehen, zu Hause. Hm? Punkt. Hm? Und der kann aber nicht bleiben da. Also, zu Hause geht so, aber nicht, auf keinen Fall bleibt er da so lange liegen, wie ich es ihm sage. Und woanders, schwierig, sag ich mal so. Eigentlich unmöglich. Naja. Aber das hast du ihm auch nicht beigebracht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Richtig, genau, richtig. Da muss man auch fair sein. Ja, absolut. Ne? Ja, da kommt wieder meine Faulheit halt zu Tage. Möglicherweise, ja. Hm. Das ist wohl so. Das ist wohl so, ne? Genau. Und deswegen habe ich gedacht, erklär mir das doch bitte nochmal. Ja, genau. Wie geht das?
Also das Deckentraining ist ja quasi in Verbindung mit den Ruheübungen. Mhm. Und wir haben im März ja einen neuen Kurs, den Online-Kurs Hundeerziehung leicht gemacht. Und das wird auch tatsächlich ein Riesenteil, oder was heißt ein Riesenteil, aber ein wichtiger Baustein wird das sein. Und zwar wird es da nicht nur um das Deckentraining gehen, sondern generell um Ruheübungen. Ja. Mhm. Weil ich das immer sehr, sehr wichtig finde, dass Hunde ruhen können. Mhm. Also in sich selbst ruhen können. Dass der Hund muss ja in der Menschenwelt sozusagen bestehen können, klarkommen können, genau. Und das kann nur ein entspannter und ruhiger Hund. Wenn ein Hund immer so hippelig ist, da hat keiner Bock drauf. Also weder für den Hund ist es gut, noch für den Hundehalter ist es gut, noch für die Mitmenschen, die das ertragen müssen, ist das gut, ne? Oder? Ja, ja. Ich weiß selber, wovon ich rede. Meine erste Hündin, die Cassie, die lebt ja mittlerweile nicht mehr, aber die war ja eine Katastrophe. Unruhig, ja? Oh, es war eine Katastrophe. Okay. Die hat ja, wenn wir... Schlimmer als Pitti. Tausendmal schlimmer. Oh Gott. Tausendmal schlimmer. Okay. Die hat geschrien beim Spazierengehen. Ja, ganz doll. Und wenn wir beim Fußball waren, hat die auch die ganze Zeit in der Malinois-Mischling, sehr reizaktiv, also sehr anfällig. Anfällig, genau. Mhm. Das Gegenteil von reizarm. Mhm. Okay. Und die hat sich so doll aufgeregt, die war so hektisch, super gestresst und die konnte gar keine Reize ertragen. Wahnsinn. Ja. Und deswegen, ich weiß wirklich, wovon ich rede und deswegen ist mir das halt auch sehr, sehr wichtig, dass meine Hunde das können, wenn ich sage, leg dich mal hin, dass sie sich wirklich hinlegen können oder auch sitzen, ist mir egal, dass sie entspannen können. Ja, und das können die echt mega. Ja, aber das ist auch etwas, was ich wirklich bis zum Erbrechen übe und das ist etwas, was man im Alltag so viel gebrauchen kann, um ja auch andere Dinge zu tun. Ja. In dem Kurs wird es natürlich auch verschiedene Ruheübungen geben, aber auch das Deckentraining. Ja. Ich finde, für manche Hunde ist dieses Deckentraining sehr, sehr wertvoll, weil sie dann quasi einen Ort haben. Ja. Meine können sich quasi überall hinlegen und hinflezen. Mhm. Aber wenn man jetzt einen Welpen hat, ich habe zum Beispiel hier die süße Merle mit Henry. Mhm. Das ist der Ridgeback, den du bestimmt auch schon mal bei mir auf dem Kanal gesehen hast. Ja. Der ist ja so großartig. Liebe Merle, falls du das hörst, na, ich bin so stolz auf dich. Du machst das wirklich so toll. Es ist wirklich noch ein junges Mädchen, nicht eine junge Frau. Mhm. Und das ist ihr erster Hund und dann gleich ein Ridgeback. Das ist ja auch schon echt eine Nummer. Das glaube ich ja. Ja, und sie ist so konsequent und sie macht das so toll. Cool. Sie hat mir auch gerade ein Video geschickt, wo der Hund an der Tür steht und wirklich wartet. Und Henry ist, schlag mich, 4 Monate. Okay, wow. Ja. Und der wartet da und dann wird er erstmal abgetrocknet und so wirklich alles in Ruhe, ganz geschillt. Cool. Und die sind auch ganz akribisch mit dem Deckentraining. Ja. Wenn jetzt jemand reinkommt, auch als ich reingekommen bin, er ist zwar noch runtergelaufen, aber komm wieder her, Henry, leg dich bitte wieder da auf die Decke. Und wenn man das von Anfang an macht, wirklich kontinuierlich und konsequent, den Hund auf seine Decke schicken, dass er dort seine Ruhe hat, dass er die Ruheübung quasi auch dort drauf macht, ne? Desto besser ist das einfach. Ja. Und desto eher geht es ja auch in Fleisch und Blut. Ich merke sofort, was ich gleich falsch mache. Na? Ich bin nicht konsequent. Ich mache zum Beispiel auch, finde ich ja ganz gut, Beispiel Postbote klopft. Ich schicke Pitti tatsächlich auf die Decke, er geht da auch hin. Ja. Aber er ist wieder bei dir. Ja, genau. Und dann mache ich es halt eben nicht das, was Merle. Merle. Ich habe nicht aufgepasst. Ja. Sondern ich denke, ja. Dann ist er jetzt ja schon hier. Ist er ja jetzt hier. Dann kann er ja jetzt auch mal gucken, was der Postbote will. Kriegt vielleicht sogar noch einen Keks. Ja, das ist es tatsächlich. Der kennt den Postboten und der kriegt immer einen Keks von ihm. Ja. Ja. Genau. Ja. Warum Gottes Namen sollte er auf seiner Decke bleiben? Entschuldigt sie bitte. Ja, er hat macht gar keinen Sinn für Pitti. Ja. Überhaupt gar keinen Sinn. Das habe ich mir auch gedacht. Ne? So. Ich habe auch ein neues Pärchen, Xenia, mit Eumel. Ach, Eumel ist ja und der, ach, der ist so goldig. Und was ist das für ein Hund? Das ist ein Pudel. Ein ich habe mir auch einen Pudel vorgestellt. Ja? Den Namen, ja. Ach, witzig. Ach, witzig. Ja, und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Vielleicht habt ihr Hörer oder Hörerin das bei Instagram gesehen. Da habe ich das nämlich gepostet. Ich habe ja eine Online-Hundeschule und ich betreue dieses Team online. Ah, okay. Die wohnen ein bisschen weiter weg. Mhm. Und die kennen mich tatsächlich, ich glaube, über die Podcasts. Ich weiß gar nicht. Liebe Xenia, falls du mich hörst. Bescheid sagen. Hallo. Ich grüße dich. Auf jeden Fall war ich das allererste Mal, ich mache das ja schon so viele Jahre, ne? Aber ich war jetzt das allererste Mal dabei, als der Hund nach Hause kam. Also die haben ihn gerade vom Züchter abgeholt. Ja. Okay. Und ich war dann schon im Meeting und habe dann so, hallo, ich bin da. Und sie, ja, wir sind gerade reingekommen. Wir gehen jetzt nochmal gerade pischern. Ja. Und ich hatte das gar nicht so auf der Schnur,
dass die den abgeholt haben. Okay. Also ich habe gedacht, reingekommen, ja, so von draußen oder so. Ja. Aber die haben ihn gerade erst abgeholt. Okay. Und ich war im Endeffekt live dabei, wie der Hund nach Hause kam. Cool. Es war richtig, richtig toll, weil ich konnte sofort, mach mal so, nee, das lass mal lieber, mach mal bitte so. Es war ganz, ganz toll. Das glaube ich. Und während wir wirklich eine Stunde trainiert haben, also gemietigt haben, hat Eumel da seinen Einzug erlebt. Und ich konnte sofort einwirken. Und da haben wir das auch gleich mit der Decke gemacht. Ich habe die auch gleich gebeten, die Decke zu holen. Dann hat er seinen Kauknochen bekommen. Und während wir dann gesprochen haben, hat er dann bei denen gelegen, aber auf der Decke. Ja. Dann wollte er immer wieder runtergehen. Dann habe ich gesagt, nee, er kann ja seinen Kauknochen, aber dann bitte auf der Decke. Okay. Das heißt, ich konnte sofort einwirken. Ja, das ist ja cool. Richtig toll. Ja, das glaube ich. Also, ich glaube, gerade diese ersten Minuten, Sekunden da, ich glaube, das ist echt wichtig, ne? Ja, das ist total wichtig. Ja. Und so hatte er ein richtig geiles Ankommen. Cool. Ne? Weil, und ich war ja nicht da. Also ich war da, aber nicht da. Nicht da. So, ne? Macht total Sinn. Das macht total Sinn. Ja. Ja, das war wirklich, wirklich gut. Ja. Und das Deckentraining ist ein Riesenteil der Hundeerziehung, weil, ich habe es ja gerade schon gesagt, der Hund hat einen Ort und kann es damit verbinden. Und ich mache das immer so, dass ich das Deckentraining, nein, gar nicht wahr, wisch, nochmal wisch. Anders. Von vorne. Von vorne. Es gibt zwei Deckentrainings. Mhm. Das eine, das, was ich eben gerade gesagt habe, ist, man hat einen Ort, also seine Decke. Ja. Der Hund ist quasi bei dir. Man legt den Hund dort drauf, beziehungsweise er legt sich alleine darauf. Mhm. Er ist bei dir, er legt sich darauf, er findet es schön, er findet es kuschelig. Ja. Darf da vielleicht auch seinen Kauknochen knapscheln, so wie jetzt Eumel. Ja. Und hat dann auf dieser Decke seine schönen Momente, ja. so sag ich ja. mal. Ne? Mhm. Verbindet das damit, ist dort gerne drauf, geht aber alleine rauf und alleine runter. Mhm. Ne? Das ist dann meistens auch das Körbchen. Ja, oder aber halt auch eine Decke, die man dann überall mit hinnehmen kann. Ist dann so ein Zuhause, sag ich mal. Ja. Ne? So, und dann gibt es noch das Deckentraining, wo man den Hund wirklich drauf hinschickt, wo man sagt, das ist jetzt deine Decke, das ist der Ort, wo du hingehen sollst und da geht bitte mal rauf. Und zwar mit einem Signal. Ja. Die meisten sagen ja Decke. Mhm. Also man hat meistens ein Handsignal und man hat meistens ein Wortsignal. Ja. Mhm. Das heißt, man bringt dem Hund ja wirklich bei, auf ein Signal auf diesen Ort zu gehen und im optimalsten Falle sich hinzulegen. Zu bleiben auch, ne? Zu bleiben, genau. Ich sage immer, bevor man mit dem Deckentraining anfängt, sollte man sich ein gutes Feinziel überlegen. Weißt du, was ein Feinziel ist? Jetzt in Bezug auf das Deckentraining? Ja, generell. Oder generell? Mhm. Also das wäre für mich... Oder verwechsel ich es jetzt mit Fernziel? Also, was ist ein Fernziel? Kennst du nicht Fernziel? Na. Nein? Also, das wäre für mich das Optimale, wenn ich fertig bin mit dem ganzen Training. Ja, dann ist das ein Fernziel. Okay, Fernziel. Okay, also, ich sage immer, ich bin eine gute Fee und du darfst dir jetzt wünschen, wie das Produkt aussehen soll, wenn es fix und fertig ist. Okay. Das ist quasi dein Feinziel. Alles klar. Und bei mir ist es so, ich habe ja, wie gesagt, zwei Deckentrainings. Bei dem einen ist es so, dass ich sage, geh mal auf deine Decke. Das sage ich meistens auch ein bisschen gnatschelig. Das benutze ich hier zu Hause. Meistens benutze ich das echt, wenn die mir auf den Sack gehen. Ne? Ich habe ja nur ein kleines Haus. Überall sind irgendwelche Goldies und liegen im Weg rum und betteln mich voll oder was weiß ich was. Und dann sage ich immer, oh, geh mal auf deine Decke. Meistens sage ich es auch wirklich so. Stimmt, genau so sagst du das. Ja, ne? Ja, ja. Meistens auch so, oh, geh mal auf deine Decke. Und mir ist es völlig egal, ob sie darauf sitzen, ob sie darauf liegen, wie lange sie da drauf sind. Die sollen nur einmal darauf gehen. Ja. Meistens gehen sie auch wirklich einmal darauf, drehen sich und sie legen sich davor. Ja. Meistens machen sie das so. Ja. Oder sie bleiben halt drauf, ist mir egal. Wenn ich der Meinung bin, sie sollen nochmal raufgehen, sage ich es halt nochmal. Wenn ich das zweimal sage, dann sind die so, und also ich sag mal so faul, weil sie ja wissen, ich schicke sie nochmal rauf, dass sie gleich draufgehen. Ja. So. Aber sie können von mir aus auch da draufgehen und sich dann wieder runter und vorne hin. Ja. Sie sollen nur einmal raufgehen. Warum ist das so? Weil ich gar nicht die Konsequenz halten kann, wenn sie wieder runtergehen, sie zu korrigieren. Ja. Weil ich benutze ja dieses Signal, wenn sie mir auf den Sack gehen und gehe dann in einen anderen Raum, ich gehe raus, ich gehe in den Keller, ich gehe weg. Das heißt, ich kriege das gar nicht mit, wenn sie aufstehen. Im Prinzip ist es auch nicht unbedingt wichtig, dass sie jetzt gerade auf dieser Decke liegen, sondern sie sollen einfach nur dir aus dem Weg gerade gehen. Eigentlich sollen sie mir aus dem Weg gehen. Und damit ich irgendwie denen das begreiflich mache quasi, sage ich, auf deine Decke. Ja. So, ne? Das ist ja besser, als wenn ich sage, hau mal ab. Dann sagen die, ja, aber wohin denn? Ja, ja, so. Genau, richtig. Und sie können es halt, wie gesagt, selber entscheiden. Ja.
Und mir ist auch egal, ob sie sitzen oder platzen. Mhm. Dann habe ich noch ein Deckensignal, das benutze ich halt in der Therapiehundearbeit zum Beispiel. Und da ist es so, ich nehme jetzt mal Lala, dass Nala mit 70% ihres Körpers das auf dieser Decke liegen soll. Mhm. Und zwar auf das Signal easy, das heißt easy. Ja. Und sie soll sich hinlegen. Ja. Und sie soll so lange darauf bleiben, bis ich was anderes sage. Ja. Und das soll sie auch überall machen, ob ich diese Decke jetzt im Wohnzimmer liegen habe. Ob ich sie auf dem Hundeplatz liege habe oder im Kindergarten. Ja. Völlig egal. Ja. Und auch aus welcher Richtung ist auch egal. Mhm. Ne? Auch wenn ich mit dem Rücken zu dieser Decke stehe und ich sage easy, soll sie dort selbstständig hingehen und sich hinlegen. Ja. Und so lange darauf bleiben, bis ich was sage. Mhm. Und ich möchte auch, dass sie sich darauf entspannt. Ja. In der Therapiehundearbeit habe ich noch eine zweite Decke, die heißt Job. Mhm. Und da kommt sie rauf, wenn es losgeht. Ja. Da ist sie dann im Sitzen. Wenn sie aufmerksam sein soll. Ne? Genau. Mhm. Wenn sie aber nochmal geparkt wird, wenn ich zum Beispiel dem Kind irgendwas erkläre, sie jetzt noch nicht dran ist, dann bleibt sie da so lange drauf sitzen. Mhm. Aber sie ist so in Hab 8. Ja. Und die Easy-Decke ist wirklich, da schläft sie auch drauf. Mhm. Cool. Also, da knackt sie weg. Ja. Und ja, entspannt sich. Mhm. Und so eine Decke wäre natürlich toll, wenn jeder Hund so eine Decke kennen würde. Absolut. Weil jetzt stell dir mal vor, mit Pitti zum Beispiel, der geht uns ja häufiger mal auf den Sack, wenn wir zum Beispiel hier Podcast machen. Bitte? Ne? Also ihr habt ihn vielleicht eben gerade gehört, das war kein Kind, was gequält wird, sondern das war Pitti. Wir sind schon extra in den Keller gegangen, mein Mann macht oben Essen und hat irgendwie Quatsch mit Pitti gemacht und er hat so gemacht. Jetzt spulen bestimmt einige alle zurück. Und sagen, hä, wo? Doch, man hat das gehört. Aber jetzt stell dir mal vor, man hätte ihm das beigebracht, auf der Decke zu chillen. Dann könntest du, egal wo du bist, diese Decke nehmen. Und einen Podcast aufnehmen. Ja. Und er würde da drauf liegen bleiben. Verrückt. Und würde chillen. Ja, das ist richtig. Hast du eine Idee, wie man das beibringt? Ehrlich gesagt, nein. Nee, du musst auf jeden Fall den Kurs mitmachen, bitte, ja? Den schenke ich dir zum Geburtstag. Danke. Bin ja nämlich bei Geburtstag. Ich habe mit Nala Geburtstag. Du hast mit Nala Geburtstag, genau. Nee, warte mal, also überlege ich mal gerade, wann diese Folge hier ausgespielt wird. Hattest du das schon Geburtstag? Nee, ich glaube, dann habe ich. Ich sage jetzt einfach das Datum. Bin jetzt am 19. Falls ihr ihr gratulieren wollt, sie findet sie auch auf Instagram. Mit Nala zusammen tatsächlich. Mit Nala zusammen, ja. Genau. Ja, also pass auf. Ja. Du hast eine Decke und die musst du erstmal schön machen. Ja. Schön soweit darstellen. So weit leuchtet mir das noch ein. Ganz viele legen die Decke hin und erwarten, dass der Hund drauf geht. Das machen auch viele Hunde. Aber einige Hunde gucken dich an und sagen, ja, und? Decke, was soll ich damit? Und gehen dort nicht drauf. Dann musst du mal gucken, was hast du für einen Hund? Bei manchen, die sind ja so neugierig, gehen dort drauf. Und da kommen wir jetzt wieder zum Markersignal. Ja. Das haben wir ja letzte Folge besprochen. Ja. Das Markersignal ist echt hilfreich, weil in dem Moment, wo der Hund seine vier Pfoten auf dieser Decke hat, markerst du. Okay. Und bestätigst auf der Decke. Das ist sehr wichtig. Nicht, wenn er runtergeht. Er soll einfach nur draufgehen? Also er muss auch nicht liegen? Nein. Hauptsache, er steht erstmal drauf. Hauptsache, er ist drauf. Genau. Bei manchen Hunden fange ich aber noch einen Schritt vorher an. Okay. Bei manchen Hunden mache ich das so, wenn sie schon zur Decke nur hingucken, marker ich. Mhm. Oder ich habe die Decke in der Hand, ich lege sie auf den Boden. Wenn sie dorthin gucken oder sich dafür interessieren, marker ich. Okay, ja. Weil manche Hunde sind ja auch ein bisschen vorsichtig misstrauisch, und misstrauisch oder so. Ja. Und so taste ich mich halt langsam ran, bis halt wirklich alle vier Pfoten auf dem Deckchen sind. Ja. Dann bestätige ich. Okay. Wir haben ja jetzt unser Feinziel vorher erarbeitet und wir haben ja beide gesagt, das ist im Platz, ne? Haben wir beide gesagt, absolut. Haben wir beide gesagt, ne? Nein, wir sagen jetzt mal im Platz. Der Hund soll im Platz sein. Ja, macht ja schon Sinn, ne? Macht ja schon Sinn. Ja. Man könnte natürlich auch einen Sitz nehmen, aber... Ja, also richtig entspannen ist ja im Platz. Die meisten legen sich dann sowieso hin. Dafür braucht man natürlich auch einen Platz vorher. Ja, das heißt, der Hund muss vorher einen Platz können. Mhm. Das sollte man vorab trainieren. Mhm. Und dann mache ich das immer so, dass ich diese Handbewegung des Platzes nutze. Okay. Das heißt, ich locke den Hund. Das mache ich ohne Kekse. Ich locke den Hund mit meiner Körpersprache auf die Decke und mache dann, das ist so eine Bewegung. Ich nehme meine Hand, locke den Hund mit meiner Körpersprache auf die Decke und mache dann die Hand als Zeichen für das Platz. Das Platz, ja. Der Hund kennt das ja, legt sich hin. Das marker ich, bestätige ich und jetzt kommt das Allerwichtigste. Na? Na? Er muss draufbleiben. Na, Quatsch. Nein. Na, die Belohnung. Nein. Oh Gott. Ja, also ja, die Belohnung und dann kommt das Wichtigste. Auflösen. Ah.
sehr, sehr wichtig. Okay. Das heißt, du leitest deinen Hund auf die Decke. Ja. Wenn dein Hund nicht von alleine mitkommt, dann machst du es natürlich mit Keks in der Hand. Aber mach das nicht so oft mit Keksen, sondern lieber mit der Körpersprache arbeiten. Auch das lernen wir in dem Kurs, dass dein Hund auf deine Körpersprache achtet, auf dich achtet. Ne? Du musst das nachher nochmal erklären, was für ein Kurs das ist. Ja, mache ich. Gut. Also, nochmal. Wir stehen vor der Decke, wir leiten den Hund auf die Decke rauf in unserer Körpersprache, machen unsere Handbewegung, also unser Sichtzeichen für das Platz. Ja. Der Hund legt sich hin, wir markern, wir bestätigen den Hund und jetzt auflösen. Direkt danach. Super wichtig. Okay. Auflösen. Okay. Weil der Hund lernt dann irgendwann ja auf dieses Auflösesignal zu warten. Mhm. Und dann haben wir schon mal Länge reingezüchtet. Ah, okay, alles klar. Die meisten oder der größte Fehler beim Deckentraining ist, dass die Hundehalter zu schnell sind. Mhm. Die sagen zu schnell das Wort. Ich habe hier gerade nichts vom Wort erwähnt, ne? Nee, hast du nicht. Habe ich nicht, weil wir sagen nämlich auch noch nichts. Okay. Wir sagen gar nichts. Wir leiten den Hund mit der Körpersprache, ohne zu sappeln, den Hund auf die Decke. Er legt sich ins Platz, es wird gemarkert, wir lösen auf. Okay. Und das Prozedere, wiederholt. Das machen wir und zwar von jeder Richtung. Mhm. Einmal um den Kreis sozusagen herum, einmal um die Decke herum. Ja. Ne? Ja. Von der Seite, von der Seite, von der Seite. Okay. Mal mit der linken Hand, mal mit der rechten Hand. Okay. Wirklich so, dass der Hund weiß, alles klar, ich gebe diese Decke und leg mich hin. Das muss er freudig machen. Ja. Juhu. Okay. Das ist quasi der Anfang des Deckentrainings. Und dann, wenn der Hund das verstanden hat und sagt, ja, ich weiß, was du von mir willst. Ich soll auf dieses Ding und ich soll mich da hinlegen. Mhm. Juhu, habe ich verstanden. Erst dann kommt das Signal darauf. Okay. Weißt du wann? Ich würde sagen, wenn er sich hingelegt hat. Na, Quatsch. Auch schon wieder, wenn die Pfoten drauf sind. Nein, völliger Quatsch. Völliger du stehst, Quatsch? Ja, völliger Quatsch. Du stehst vor der Decke. Kein Wunder, dass du dich verstanden hast. Du stehst vor dieser Decke. Ja. Ne? Und dann, ich mache das immer so, dass ich meine Hände festhalte. Ja. Findet ihr im kein Buch, ist so ein Claudi-Ding. Ich halte meine Hände fest, dann sage ich das Signal und dann mache ich meine Körpersprache, also meine Handbewegung zu dieser Decke hin. Okay, ja. Das heißt, du sagst Decke, dann kommt diese Handbewegung und ich haltet euch wirklich fest, weil sonst macht ihr es gleichzeitig. Sonst macht ihr das gleichzeitig. Mhm. Ne? Haltet euch einmal fest, dann sagt ihr Decke, dann zeigt ihr sozusagen auf die Decke. Der Hund weiß ja, er legt sich hin, es wird gemarkert. Mhm. Keks auflösen. Das machen wir wieder aus allen Richtungen. Okay. Und dann kommt die Distanz. Mhm. Das heißt, am Anfang stehen wir sehr, sehr dicht vor der Decke. Ja. Gehen einmal rum, aus jeder Richtung, links und rechts. Können wir den Hund so hinschicken sozusagen, aber man ist noch dicht dran. Mhm. Und jetzt kommt die seitliche Distanz. Das heißt, man geht immer ein bisschen weiter weg von der Decke. Und da werdet ihr sehen, dass der Hund dann sagt, hä, wie? Meint ihr das jetzt ernst? Die gleiche Decke wie eben? Da haben die Hunde oft Schwierigkeiten. Ja. Und dann bin ich nochmal ganz deutlich mit meiner Körpersprache. Ja. Das heißt, ich zeige nochmal deutlicher auf die Decke rauf. Diese Decke. Diese Decke. Und gehe vielleicht nochmal so ein, zwei Schritte nochmal drauf zu. Aber nicht ein Decke, Decke, Decke sagen, nur einmal Decke sagen. Ja. Ein einziges Mal nur. Und dann diese Handbewegung machen. Eventuell nochmal so zwei, drei Schritte auf die Decke zugehen. Ja. Ja? Und das macht ihr wieder drumrum. Ja. Einmal um die ganze Decke rum. Ja. Mit der linken Hand, mit der rechten Hand. Geil wäre ja auch mit dem Rücken. Ich mache das auch. Oder im Sitzen oder so. Ja. Ne? Also viele verschiedene Kontexte. Ja. Wenn der Hund das dann verstanden hat, erst dann kommt sozusagen die Verbindlichkeit. Okay. Das heißt, der Hund weiß, worum es geht. Der Hund kann diese seitliche Distanz, der kann sich darauf legen, der hat eine Ahnung, der hat einen Plan. Mhm. Wenn das so ist, oder wenn dem so ist, sagt man so, wenn dem so ist, dann ist der Hund auf der Decke und man steht sozusagen auf. Wenn der Hund dann aufstehen will, dann kommt das Abbruchssignal. Ja. Wir sagen nein oder oder wie auch immer. Mhm. Der Hund sagt, hö? Man macht wieder sein Handzeichen, dass er sich hinlegen soll. Ja. Prima. Mhm. Nicht gleich klicken, kurz abwarten, klicken, auflösen. Okay. Das Auflösen, das ist das Nonplusultra. Okay. Wenn ihr das nicht macht, dann das Auflösen ist wirklich sehr wichtig, weil der Hund wird ja irgendwann auf das Auflösewort warten. Und jetzt ist es aber sehr, sehr wichtig, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, wenn ihr wollt, dass euer Hund da entspannt drauf ist, dann müsst ihr diese Füllefanz lassen. Vor dem Hund stehen, den Hund angucken, angespannt sein, sich langsam entfernen. Lasst das. Cool. Ihr seid Freaks für die Hunde, wenn ihr euch so benehmt. Tatsächlich. Ja? Dann seid ihr alles andere als entspannt. Ja, nee, das stimmt. Ne? Sondern der Hund sagt, oh, was denn? Das kommt gleich, das kommt gleich. Und der kann sich gar nicht entspannen. Mhm. Das heißt, ich mache dann auch so eine Füllefanz, dass ich mich hinlege oder hinsetze meist erst. Ne? Ja. Von mir ist auch hinlegen. Ja. Und wenn der Hund dann aufstehen will,
hinlegen. Mhm. Aber Ruhe. Nimm dir ein Buch, nimm dir ein Handy, nimm dir weiß ich nicht was. Ja. Leg dich hin, setz dich hin, entspann dich und der Hund soll da drauf bleiben. Okay. Sich auch entspannen. Ja. Wenn der Hund sich dann abgelegt hat, ne, den Kopf abgelegt hat, abwartet, was macht sie denn da? Sie liegt, ne, sie liest, wird was ich, keine Ahnung, entspannt, legt sich ab. Dann sagt ihr, und hier sind wir wieder bei dem Markersignal oder beziehungsweise bei dem Auflösesignal, nicht tschuk, sondern prima, klasse, tschuk. Ne, auflösen, wenn der drauf liegen bleibt, ist es egal. Ja. Ihr habt ja aufgelöst. Genau. Ist ja nicht schlimm. Seine Entscheidung dann. Seine Entscheidung, genau. Aber das ist das, was die meisten falsch machen im Deckentraining. Die haben so eine hohe Energie und so eine Creepigkeit, sag ich mal. Dass sie nur verrückt machen. Ne? Ja, ich sehe mich da so. Die stehen auch meistens so vor dem Hund und glotzen den so an. Ja, das glaube ich, das mache ich auch. Ja, warum? Der denkt dann, was denn? Ich auch nicht. Setz dich lieber dazu, dahin, davor. Ja, okay. Man kann sich auch dicht dran setzen. Man muss sich ja nicht gleich so weit wegsetzen. Ja. Und all sowas führt dazu, dass der Hund lernt, auf der Decke A zu bleiben. Das verbindlich wird. Irgendwann kommen auch Reize dazu. Irgendwann würde man zum Beispiel auch einen Keks werfen oder einen Ball werfen oder irgendwas, was der Hund gut findet. Und wenn der Hund von der Decke runter will, kommt wieder dein Abbruchsignal, bleib bitte da drauf. Ja, okay. So, dass der Hund, egal was für Reize da sind, da drauf bleibt. Und dann natürlich im optimalsten Falle sich entspannt. Und dann irgendwann noch andere Orte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Diese Orte, die kann man ziemlich schnell schon wechseln. Also da würde ich schon recht früh, wenn der Hund schon eine Idee hat, wenn das Signal eingeführt ist, dann nehme ich die Decke mit auf den Hundeplatz oder einen Hundeweg. Ja. Meinen Baumarkt, mein Fressnapf. Ja, je besser man trainiert und je vielfältiger man trainiert, desto eher weiß der Hund, okay, das ist die Decke, egal wo, es wird sozusagen generalisiert und er bleibt da drauf. Ja. Und das ist so ein geiles Werkzeug. Seid nicht so faul. Ja, ich werde es mal ausprobieren. Ja, spätestens, wenn du beim Kurs mitmachst. Ja. Es wird ein richtig toller Kurs. Ihr hört schon, vielleicht habt ihr es letzte Woche auch schon gehört, da ging es ja um das Markersignal. Wir werden jetzt hier immer mal wieder ein paar Themen vorstellen, die in den Kurs mit reinkommen, was wir da trainieren werden. Ich wurde zum Beispiel heute auf Instagram gefragt, ob wir die Leinführigkeit trainieren. Hundertprozentig. Und eine andere hat gefragt, ob wir da mit Leckerlis oder Körpersprache trainieren. Wir werden nicht mit Leckerlis trainieren. Okay. Nein. Fuß, ja. Fuß werden wir auch trainieren, aber das werden wir mit Leckerlis trainieren, mit einem Markersignal. Okay. Aber die Leinführigkeit, nein. Nein. Gut. Und ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, wir arbeiten total körpersprachlich, weil man muss sich auch so ein bisschen den Hund angucken, man muss sich das Team angucken. Ja, das glaube ich. Und das machen wir in dem Kurs. Das heißt, ich gucke mir an, wer ist denn da überhaupt? Ne? Da werden keine 1000 Leute drin sitzen und alle sind sich selbst überlassen und müssen nur die Videos durchkloppen, sondern ich bin für euch da. Ja. Wir trainieren gemeinsam. Okay. Ich auch mal wieder. Ich werde auch wieder ein bisschen mitmachen. Ja, ja, okay. Na klar. Alles klar. Ich muss euch ja anleiten und so. Okay. Und auf dich kommen ja die ganzen Videos noch hinzu, ne? Ach so, alles klar. Ja, das heißt, kannst mir schon mal deinen Dienstplan schicken, wann wir ordentlich filmen können. Genau, das stimmt. Wir werden bestimmt den Henry, der wird sich auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Sehr gut. Rosa hat auch schon gesagt, die würde sich auch nochmal wieder zur Verfügung stellen. Also ihr werdet dann auch verschiedene Hunde in den Videos sehen. Ja, cool. Na, dass es nicht immer nur meine Hunde sind, wo man dann wirklich weiß, die können es ja eigentlich schon. Ja. Das, ich finde es oft unfair. Ja, ja, weil die sind halt schon fertig. Ja, klar werde ich die auch nehmen, natürlich, ne? Aber nicht für alles. Ja, genau. Cool. Ja, sehr cool. Ich bin gespannt. Oh, ich bin auch so gespannt. Vielleicht kann bis dahin Pitti perfekt auf die Decke gehen. Na, dann werden wir ihn nehmen zum Film. Das wird nicht passieren. Nee, ne? Ach, wer weiß. Er hat dich schon so oft überrascht. Ja, das stimmt. Ne? Sei nicht immer so böse. Nee, ich bin nicht böse. Er ist ein cooler Hund. Ja, natürlich. Er hat einen an der Waffe, ja? Der coolste. Der coolste. Ja, ihr Lieben, und falls ihr noch mal ein bisschen stöbern wollt, guckt gerne auf der Seite hundeschule-paulix.de. Da findet ihr alle Informationen. Sehr gut. Und vergesst nicht, Biene zu gratulieren. 19.01. Hilfe. Bis dann. Tschüss. Tschüss.